Glück die ganze Zeit auf meinem Haus. Ach, wir müssen was machen. Ah, jetzt mit dem. Sobald wir die Tür zugekriegt haben. Das war nicht so stark. Interagieren. Die Aussicht verschlug mir den eisigen Atem. Von hier oben aus konnte man alles sehen. Die Zerstörung, die Hoffnungslosigkeit. Okay. Und den Knopf, der simultan alle Bombenklammern in unzähligen Sprengtürmen rund um Deponia lösen würde. Die Tür würde sie vorerst aufhalten. Diesen Monster. Als ich die Bombe sah, lief es mir eiskalt den Rücken hinunter. Wahrscheinlich nur Schnee in der Kapuze. Dann drücken wir mal den roten Knopf. Tja, das war's dann wohl. Das Ende meiner... Das... Frosch im Hals. Das Ende meiner Reise. So ein Schmeißdreck. Jetzt ist sogar schon das Armageddon eingerostet. Da nee. Warte. Wie ich euch erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Kann man jetzt machen, was man jetzt macht? Wer den Anfang kannte, weiß auch, wer das war. Jedenfalls glaube ich, ich weiß, wer das war. Also wer die in den Anfang zwischen die ersten drei Teile kannte. Deponia! Doomsday! Oh, Tobi! Du blickvernebeltes Miststück, kommst zurück, als wäre das Ding noch nicht mit Karacho gegen die Wand gekachelt. Sprich, missglückt, ich muss hier wohl mal eine Gedächtnislücke schließen. Leben im Dreck hat dir nicht geschmeckt, hast du nicht gecheckt, dass im Endeffekt alle Flüsse abwärts fließen, wie doppelt und dreifach bewiesen. Es ist doch längst evident, es gibt hier kein Happy End. Leb damit, Mana, kannst du noch so viel flennen. Es ist vorbei und ich sehe keinen Sinn darin, Gedanken nachzuhängen. Wie geht da noch was und was wäre wohl wenn? Auf geht's, stürzen wir uns in ein neues Abenteuer. Ui, wir sind UFOs. Was für ein Albtraum. Ich war alt und hatte einen Schnurrbart und klang wie Frank Zander. Außerdem waren alle meine Freunde tot. Elysium war abgestürzt. Und ich habe Deponia in die Luft gesprengt. Entsetzlich. Ein Bild des Grauens. Ich mit einem Kotzbalken im Gesicht. Na, zum Glück ist ja alles wieder wie vorher. Ich kann es kaum erwarten, meinem Schnucki-Hasi Toni davon zu berichten. Toni? Toni? Das Feuer ist aus. Kein Wunder, dass ich von nuklearem Winter geträumt habe. Ja, wenn du hier frieren willst, dann ja. Warum hast du das Feuer nicht angelassen? Ist es überhaupt ausgegangen? Warum ist es überhaupt aus? Wir hatten das ausgemacht. Das Feuer ist aus. Ja, kein Wunder, dass ich von nuklearem Winter geträumt habe. Knickefohle! Jawohl! Jeder,
der Deponia gespielt hat, weiß, was man mit Knickerfolie machen musste. Und zwar mit Knickerfolie musste man diesen wunderschönen Postbot irritieren, also beziehungsweise ablenken, damit man zum Funkturm beziehungsweise in diesem wunderschönen abgesperrten Funkraum, den eine Tresortür verborgen hat, reinkommen musste, um Glitis zu informieren. Knickerfolie aus dem Postbüro. Was hatte ich damit noch gleich vor? Ach egal, ich lasse sie einfach hier, bis mir wieder eingefallen ist, wofür ich sie brauche. Nicht hingucken, sie hält mich sonst nur wieder tagelang von der Arbeit ab. Haha, welche Arbeit denn, Rufus? Du bist arbeitslos. Du wohnst bei Toni, so wie man es gehört hat, ist ja wohl noch mit Toni zusammen. Ja, nach Deponia hat es sich ja von Toni bzw. Leben sich schon getrennt. Ich weiß ja jetzt nicht, wie es hier ist, bei Doomsday. Damit habe ich meine Raketenharpune zusammengebaut. Obwohl, oh. Moment, das war auch nur ein Traum, oder? Ach, ist das alles verwirrend. Also nach Deponia war es Realität. Da hat er wirklich eine Raketenharpune zusammengebaut. Mit einer Fluchtkapsel. Diese Fluchtkapsel ist... Ach, ich spoiler schon wieder. Ihr kennt wahrscheinlich den ersten Teil, ne? Also den ersten Teil von Deponia heißt der Deponia. Dann der zweite Teil ist Chaos auf Deponia. Und der dritte Teil Goodbye Deponia. Haben wir ja schon mal drüber geredet. Muss jetzt nicht irgendwie... Ich finde das nur geil, diese Anspielungen, ne? Diese Anspielung gerade auf den ersten Teil von Deponia. Das muss ich leider wieder erwähnen, weil ich finde das so geil. So. Gibt es hier noch irgendwas zu interagieren? Nee. So diese wunderschöne Kaffeekanne, die sich hier vor sich her auf den Ofen brodelt. Warum auch immer, weil eigentlich ist das Feuer aus. Mit der kann man leider auch nicht interagieren. Dann gehen wir mal raus. Hä? Sauber. Während ich geschlafen habe, hat sich der Ballon mit Gas gefüllt. Jetzt muss ich nur noch die Flamme einstellen. Und dann... Elysium, ich komme. Ha, Toni wird Augen machen. Ich sollte schon mal ihre Kristallgläser verstauen. Nicht, dass da noch irgendeine Ecke abbricht, ne? Ist das hier wirklich? Nee, oder? Wie hieß denn nochmal der Ort? Kuwak, genau. Ist das wirklich Kuwak? Oh, was können wir mit dem Seil machen? Mit dem können wir irgendwas machen. Nein, ich habe die Lasso-Nummer lange genug geübt. Wenn ich das nächste Mal werfe, dann um etwas zu fangen. Okay. Stimmt. Das Letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast. Wenn Toni nicht will, dass ihre Gläser kaputt gehen, warum hat sie sie dann so demonstrativ aufgestapelt? Das ist eine gute Frage. Aber warum stehen hier einfach mal mitten hier auf einen Steg Gläser? Sind wir im Hintergarten von Toni? Ist das der Hintergarten von Toni? Das glaube ich doch jetzt nicht. Wenn Toni nicht will, dass ihre Gläser kaputt gehen, warum hat sie sie dann so demonstrativ aufgestapelt? An die Arbeit. Nein, stopp. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In meinem Traum war es genauso. Hm? Ich hatte die Knickerfolie vergessen. So ist letztlich alles in die Brüche gegangen. Toni war so wütend, dass wir uns schließlich getrennt haben. Und dann habe ich eine Verschwörung des Organon aufgedeckt und eine Revolution gestartet. Nemo an mich selbst, vor dem Einschlafen nicht mehr am Gummierstift lutschen. Stimmt, da war ja was. Toni hat sich ja von Rufus getrennt, weil Rufus ja ihre Gläser zerbrochen hat. Wir müssen jetzt also die Knie holen. Zack. Ja gut, jetzt haben wir die Knickerfolie. Mit der sollen wir jetzt halt irgendwas zu lesen. Diese Zukunftsvisionen haben was. Ich sollte Prophet werden. Tatü, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. okay. Hey, stopp! Sie können ja nicht parken, Sie! Ach nee. Dieser Schabernack war in meiner Vision nicht vorgesehen. Hey, hallo, Sie können hier nicht parken.
Was ist das für ein Trottel? Der hat jetzt die ganzen Gläser kaputt gemacht. Hey, du da! Du Depp, du! Ist das deine Schrottlaube? Ja, aber bitte halte dich fern davon. Und von mir auch. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Ja, da sind wir uns ausnahmsweise einig. Aber da du nun mal hier bist... Wer bist du überhaupt? Was treibst du da eigentlich? Was hast du nur getan? Ja, konfrontieren wir ihn erstmal. Was hast du nur getan? Darüber darf ich nicht reden. Es... Moment, was habe ich denn getan? Du hast beim Einparken die Gläser meiner Freundin zerdeppert. Eben. Himmel, Herbert, noch eins. Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Ich könnte eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes ausgelöst haben. Ja, das hast du auch. Aber meistens fängt sie sich nach ein paar Tagen wieder. Du verstehst mich falsch. Ich rede hier von Ascheregen, Magmaflüssen, ewiger Dunkelheit. Das ist auch passiert. Du kennst Toni, schon verstanden. Aber das macht die Gläser auch nicht wieder heil. Du hast recht. Ich muss etwas tun. Das meine ich aber auch. Lass mich überlegen. Überleg schneller. Eine Möglichkeit gäbe es da schon. Aber es wäre sehr gefährlich. Du willst doch nicht etwa... Doch, es muss sein. Sei kein Narr. Es muss eine andere Lösung geben. Wenn es sie gibt, sehe ich sie Was nicht. Was denn? Ich fürchte, mein Entschluss steht fest. Ich werde... Nein! Die Zeit zurückdrehen. Nein! Du! Bitte wie? Was? Ach so, ich dachte, du willst dich entschuldigen. Aber dein Vorschlag klingt besser. Gut nachgedacht. Was? Holla, bravo, Mensch. Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Ich sagte, ich werde die Zeit zurückdrehen. Ja, Zeit zurückdrehen. Ja, nur zu. Und? Super Plan. Aber wunderst du dich denn gar nicht? Du musst doch eine Million Fragen haben. So, ja, na gut. Aber jetzt komme ich wieder auf die Frage, wer bist du überhaupt? Wer bist du überhaupt? Mein Name ist McChronicle. Ich arbeite an der Schrotthandelsuni in Porta Rustica. Du bist Professor? Wofür? Für alberne Kopfbedeckungen? Mein Fachgebiet ist Temporalphysik. Ich untersuche Anomalien auf der vierten Achse der Raumzeit. Tatsächlich. Dann kannst du mir ja sicher eine zeitbezogene Frage beantworten. Gut möglich. Wann, lieber McChronicle? Ja, wann? Wann habe ich dich nach deiner Lebensgeschichte gefragt? Warte mal. Wann habe ich ihn nach seiner Lebensgeschichte gefragt? Das ist eine gute Frage. Habe ich ihn gar nicht. Was treibst du da eigentlich? Ich suche nach Zeitanomalien. Toll, du hast eine gefunden. Wie Idiotie. Nein, aber ich bin geradezu eine Singularität. Meine Anzeigen sprechen eine andere Sprache. Ignoranzösisch. Ich rede hier von Zeitspliss. Okay. Eine ernste Sache. Es ist wie Spliss. In der Zeit. Also meine Haare sind gesund und kräftig bis in die Spitzen. Der Quantenschaum kocht geradezu. Irgendwas Was? Schlimmes ist passiert. Und vielleicht wird es sich bis in alle Ewigkeiten wiederholen. Tja, das ist deine du Schuld. Du klingst wie meine Freundin Toni. Was ist denn aus kein Kontakt geworden? Was ist denn aus kein Kontakt geworden? Dafür ist es nun zu spät. Das Unaussprechliche ist eingetreten. Aber wir können das ungeschehen machen, wenn wir meinen Plan befolgen. Gummistiefel wieder in Mode bringen? Unfug. Ich meine... Oh Gott, was jetzt? Die Zeit zurückdrehen. Hörst du auch immer dieses seltsame Dröhnen? Ja, natürlich auch. Was ist die Quantenwurzel aus 237169? Was ist die Quadratwurzel aus 237.169? 487. Aber ich meinte eigentlich eine andere Art von Frage. Eine, deren Lösung nicht so offensichtlich ist, ich weiß. Na gut, wie meinst du das? Die Zeit zurückdrehen. Na gut, wie meinst du das? Die Zeit zurückdrehen. Wie ich es sage. Ich habe ein Gerät erfunden, um Unfälle zu vermeiden, nachdem sie geschehen sind. Es speichert einen Zustand der Raumzeit ab, bevor ich rückwärts einparke.
Also du hast eine Zeitmaschine erfunden und benutzt sie als Einparkhilfe? Du bist ein vierdimensionaler Waschlappen, McChronicle. Eigentlich sollte ich sie gar nicht benutzen. Man stelle sich vor, diese Technologie würde in unverantwortliche Hände geraten. Oh ja, das wäre schlimm. Wo schalte ich das Ding ein? Ich hätte niemals hierher kommen dürfen. Ein Fehler, der sich ja leicht korrigieren lässt. Indem ich an dieser Kurbel hier drehe? Nein, warte! Tata, lassen Sie mich durch! Ich bin Prophet! Was kribbelt denn da so auf der Fontanelle? Ist das etwa die synaptische Sensation, mich an Dinge zu erinnern, die noch gar nicht passiert sind? Hallo, Mr. Rufus. Was? Moment, ich kenne dich! Du bist McChronicle! McChronicle. Aber das hieße ja... Du kannst dich erinnern? Na und ob? Du hast die Gläser kaputt gefahren. Verblüffend. Nicht halb so verblüffend wie deine Popelbremse. Aber apropos verblüffend. Wie zum Kehricht ist das alles nur möglich? Wir reden gleich drüber. Kannst du mich bitte zuerst einweisen? Ich will meinen Fauxpas von eben nicht wiederholen. Du meinst den von gleich? Nein, ich glaube, es wäre jetzt bereits eben gewesen. Himmel, das könnte wieder einer dieser Tage werden. Bist du bereit? Ach, was soll's. Gib Gummi.